200 Jahrhunderten sitzt der Imperator reglos auf dem goldenen Thron der Erde. Nach göttlichem Willen ist er der Herr der Menschheit und durch die Macht seiner unerschöpflichen Armeen der Herrscher über 1 Million Welten. Er ist ein verrottender Leichnam, den mystische Gerätschaften aus dem dunklen Zeitalter der Technologie am Leben halten. Er ist der Aasherrscher des Imperiums, dem täglich tausende Seelen geopfert werden, damit er niemals wirklich stirbt. Doch in seinem Untod bleibt der Imperator ewig wachsam. Mächtige Raumflotten durchqueren das dämonenverseuchte Miasma des Warps, der einzigen Verbindung zwischen fernen Sternen und das Astronomikan, die physische Manifestation des Willens des Imperators, ist Licht auf ihren Wegen. Gewaltige Armeen ringen in seinem Namen auf zahllosen Welten miteinander. Ihr habt einen Auftrag bekommen. Vom Brunnen der Nacht aus, vom Warp-Tor, der Geheimfeste Arioch. Aufgebrochen. Einen Monat wart ihr in euren Stasiskammern. Und dann klickt es, summt und ihr werdet freigegeben. Die Chemikalien spülen euren Kreislauf und ihr erwacht. Kommt langsam zu euch. Ich schaue mich um, was ich sehe. Du kannst vor dir andere Stasiskapseln entdecken. Nicht alle sind gefüllt, aber vor dir kannst du einen weiteren Deathwatch-Bruder erkennen, der sich ebenso regt. Zottlige Mähne. Ein Space Wolf. Ich nicke ihm kurz zu und kontrolliere meine Erscheinung. Ob auch alles ordnungsgemäß dran ist und so. Ja, dann beschreib dich doch einfach mal, Bruder Octavius. Ja, ich bin ein Ultramarine, Standard-Taktiker, Space Marine. Bei mir ist alles hundertprozentig korrekt nach Codex Astartes. Und ich bin 2,20 Meter groß, 315 Kilo schwer und mit dem Zorn des Imperators erfüllt. Derweil, Tordal, du wirst ebenso wach, fest dir an deinen Bart und kannst vor dir den Ultramarine erkennen. Ich zwinker erst einmal, fahre mir erst mal durch den Bart, der noch so ist, wie er war, bevor ich mich hab hier einfrieren lassen. Knacke erstmal danach meinen Nacken wieder so, dass es Emelot knackt. Und nicke dann auch meinen Deathwatch-Bruder auf der anderen Seite erst einmal zufrieden zu. Ja, was sieht man bei Torgal? Er ist ja, so gute 2,50 Meter groß, breite Schultern, wie es beim Space Wolf normal ist. Einen Bart, der geflochten ist mit Runen, sowie lange Haare, die aktuell noch offen stehen und breit über die Schulter liegen. Im rechten Auge sieht man definitiv eine Narbe aus vergangener Zeit, die er sich nicht hat wegmachen lassen. Und durchaus einen sehr grimmigen, wilden Blick, den er irgendwie selbst beim Schlafen zu sein hat. Ihr könnt bereits erkennen, wie die ersten Servitoren um eure Sarkophage herumschweben. Die Türen, die dann geöffnet werden und auch die ersten paar Menschen, die dann um euch herumlaufen. Sie selber wurden wohl nicht eingefroren. Und dann könnt ihr sehen, wie einer der ersten, höchstwahrscheinlich ist er Inquisitionsagent. Zumindest kommt er in einer taktischen Weste auf euch zu. Sieht wohl aus wie ein ehemaliger Arbitrator, so wie er da mit seiner Zigarre im Mundwinkel auf euch zukommt. Ihr seid wach. Meine Lords, ihr werdet erwartet. Wir befinden uns im Castabel-System. Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen. Ja, dann nicke ich ihm gutmütig zu und sage, wir sind bereit. Sehr gut, ich habe nichts anderes erwartet. Wir werden jetzt auf die Donnerwort verlegen. Das ist der andere, die kleine Fregatte von der Inquisition, der Deathwatch.
Und angedockt haben wir bereits. Ihr werdet höchstwahrscheinlich mit einem weiteren Thronagenten auf den Mond von Castabel verlegen. Aber weitere Informationen bekommt ihr dann von meinem Interrogator. Das heißt, wir gehen zu zweit plus einen Menschen. Wenn ich das verstanden habe, ja, die Kräfte der Deathwatch sind zumindest in diesem Teil stark ausgedünnt. Mein Inquisitor ist bereits auf Castabel verlegt. Das heißt, er wird vertreten von seinem Interrogator. Nun denn, immerhin bleibt mehr Ehre für uns. Ja, keine Sorge, Ehre werdet ihr wohl bekommen. Wir sind übrigens im Orpheus Keil, falls ihr das nicht mitbekommen habt in eurem Schlaf. Das heißt, Tyranniden. Wo ihr hinschaut, Tyranniden. Nur, dass ihr es jetzt schon mal wisst. Den Xenabschwung werden wir vertreiben. Ja, deswegen seid ihr hier. Meine Augen fangen an zu leuchten. Tyranniden, ja, der Erzfeind. Ja, kann sein, dass ihr deswegen bestellt wurdet. Gerade ihr habt ja besonders schwer unter ihnen gelitten. Aber gut, wollt ihr irgendwas trinken oder etwas essen? Ein Krug Bier. Sollt ihr bekommen, mein Lord. Etwas Grogsfleisch oder so? Natürlich. Werde ich euch auch bereiten. Dann, man feiert vor der großen Schlacht. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Ich werde es euch bereiten und dann verlegen wir in grob 2 Stunden auf die Donnerwort. So sei es. Ja, ich nicke. Ja, während weitere Servitoren um mich herum surren, könnt ihr euch weiter umschauen. Wie gesagt, weitere Sarkophäge, die ihr erkennen könnt, mit weiteren Brütern, die wohl allerdings noch nicht aufgetaut oder besetzt worden sind. Und ja, viele Menschen, die um euch herum wuseln. Ihr könnt auch sehen, auf einem großen Ständer, eure gewaltige Servo-Rüstung, die dort makellos im Zustand steht. Eure Waffen, die ihr mitgeführt habt und weitere, die ihr bekommen könntet, wenn ihr euch dann weiter umseht. Der Aufwachraum ist tatsächlich so, wie ihr ihn auch betreten hattet, als ihr dann vor über einem Monat eingefroren wurdet. Da hat sich wenig verändert. Höchstens, dass die Rüstung vor allem von Bruder Octavius besonders glänzt. Aber glänzt die nicht immer besonders? Sie glänzt immer, aber eventuell wurde eben auch in deiner Abwesenheit poliert und geschmürt. Ja, sehr gut, sehr gut. Das gefällt dem Bruder Octavius. Ich schaue vor allem, ob mein Totem und mein Fell noch immer an der gleichen Position ist, wo ich es zuletzt gesehen hatte. Ja, du streichst über das drahtige Fell eisenhart, wie es dir dann zwischen deinen Fingern herumschneidet, wenn du mal drüber streichst. Ein angenehmes Gefühl. Ich fange mit leichten Dehnübungen an, um die letzten Auswirkungen des Schlafes zu vertreiben. Ja, also könnt ihr die nächsten 2 Stunden damit verbringen, aus eurem Schlaf zu erwachen. Könnt dann auch gutes Bier trinken, auch Met, was gereicht wird. Greg ist da für den Space Wolf, hat man natürlich gutes Met heranbringen lassen. Daran soll es nicht scheitern. Und auch einen guten Wein für Bruder Octavius. Und nachdem ihr dann gegessen habt, was nicht irgendwie Nährpaste oder Proteine oder so etwas sind. Also ich halte mich bei alkoholischen Getränken zurück. Vor der Schlacht ist das unangemessen. Okay. Wäre aber im Angebot. Ja, und nach, wie gesagt, 2 Stunden könntet ihr dann verlegen. Angedockt seid ihr schon in die Donnerwort, sodass ihr dann durch die gewaltigen, riesigen Korridore geht und dann in einem der Räume auf der anderen Seite des Schiffes empfangen werdet. Nicht nur von einem Interrogator, ein unglaublich alter Mann mit mehreren Anschlüssen, einem bionischen Auge und einem großen Inquisitions-I an seiner Stirn, ein fliegender Servitorschädel, der um ihn herum fliegt. Nicht nur ihn könnt ihr entdecken, sondern eben auch ein Kadianer, so wie er im Buche steht, bereits in seiner Ausrüstung. Sein Helm hat er unter die Schulter geklemmt und so erwartet er euch im, ja, Stillstand ist er nicht, aber schon sehr straff. Könnt ihr Worgen erkennen. Kurze Zwischenfrage nochmal. Sind wir mittlerweile gerüstet? Also haben wir unsere Servo-Rüstung an? Bisher noch nicht. Also okay. könntet ihr natürlich auch schon gemacht haben, aber noch wäre da keine Not gewesen. Also eigentlich will ich das sofort machen, gut, wenn das geht. Alles klar, ja. Dann hast du deine Servo-Rüstung schon an. Okay. Wurde dir natürlich auch reingeholfen, ne? So hast du natürlich nicht selber gemacht, sondern da hast du dann deine Servitoren für. Gesegnet werden und sowas, ne? Genau, okay. Ja. Ja, so steht ihr dann vor Worgen. Ja, Worgen, ein, wie schon beschrieben, Kadianer, wie aus dem Buche steht, ernster Blick, überraschend makellose Haut,
Und braunes Haar, das so ein bisschen zu den Seiten gestrichen ist. Noch relativ jung im Alter, trägt seinen Helm unter dem Arm, auf dem Kopf eine Feldmütze und das standardmäßige M36 Lesgun-Gewehr vor der Brust mit so Riemen gehalten. Und was ihr auch noch erkennen könnt, ist, dass er am Oberschenkel, so in Höhe des Oberschenkels, eine Autopistole bei sich trägt. Ja. Neben ihm steht auch noch eine weitere Soldatin, auch Cadianerin, die auch ebenfalls jung ist und wohl ihm zur Seite steht, würdet ihr jetzt einfach mal schätzen. Ja, wenn ihr reinkommt, könnt ihr auch erkennen, wie die Cadianerin vor euch auf ein Knie geht. Meine Lords. Ja, der Worgen, der steht dort wie angewurzelt, offenbar nicht fähig, sich zu bewegen, zu irgendeiner Tat fähig. Ja, ich nicke den beiden gutmütig zu und sage, solch eine Ehrerbietung ist nicht nötig. Steh auf, mein Kind. Definitiv. Wenn wir zusammen in die Schlacht ziehen, müssen wir auch zusammen stehen. Ja, die Kadianerin erhebt sich dann wieder, verbeugt trotzdem noch einmal ihren Kopf. Ihr seid Engel, meine Lords, ihr seid Engel. Und wischt sich dann ein Tränchen aus ihrem Auge. So, sehr gut. Haben wir uns alle wieder beruhigt, ja? Schön, dass ihr hier seid. Mein Name. Ich bin Xanthes, hoher Magister und Interrogator für die Zelle Black Moss. Mein Großinquisitor ist bereits auf der Oberfläche. Er lässt euch entschuldigen. Vertreten durch mich. Ich hoffe, ihr nehmt den Auftrag an. Ja, alle Kräfte werden dringend gebraucht. Ihr sollt eine Evakuierung durchführen. Wir haben auf der Oberfläche des Mondes von Castabel einen Magister, einen Magos Biologus vom Adeptus Mechanicus. Er konnte einen Funkspruch absetzen und er verfügt wohl über Informationen, die wir brauchen. Er konnte eine Biomasse des Schwarms sicherstellen. Wir brauchen sie, um den Schwarm effektiv bekämpfen zu können, um unsere biologischen Geschosse anzupassen. Ihr sollt vor allem die Probe bergen. Sekundäres Ziel ist selbstverständlich das Leben des Magos. Soweit verstanden. Datenkern bergen als Primärziel. Sekundäres Ziel, Magos via Kai retten. Nebenziele könnt ihr selbst bestimmen, da wir wenig wissen, wie es an der Oberfläche aussieht. Ich grüße euch, Interrogator Xanthes. Könnt ihr bitte nochmal den Namen des Magisters wiederholen? Ich bin der Magister Xanthes. Ihr meint den Magos Biologus? Ah, Magos, ja. Zardos Viakai. Wir haben eine Nachricht von ihm bekommen. Vor einigen Stunden. Das trifft ganz gut mit eurer Ankunft zusammen. Ich kann sie abspielen, wenn ihr mögt. Gerne. Er so schaut rüber zu seinem schwebenden Servitor. Ihr könnt ein bisschen Tech-Sprache von ihm hören und dann schaltet der Servoschädel von seinem roten Licht auf ein grünes und dann könnt ihr hören, wie der Servoschädel eine mechanische Nachricht abspielt. Achtung, Deathwatch-Schiff, Donnerwort. Dies ist Magos Biologus Zardos Viakai. Mein Beförderungsmittel hat fatale Beschädigungen erlitten und ich musste eine Notlandung auf dem Weg zum Treffpunkt einleiten. Ich überlebte. Der Datenkern überlebt. Ich fordere augenblickliche Evakuierung von Standort an. Der Schwarm nähert sich. Absturzstelle unsicher. Ich suche nach einem Zufluchtsort in der Nähe bis zur Ankunft des Bergungsteams. Der Datenkern muss geborgen werden. Standortdaten folgen. Ich stelle diese Nachricht auf Wiederholung. Solange der Animus besteht, Botschaft endet. Achtung, Deathwatch-Schiff, Donnerwort. Dies ist Magos. Das reicht. Das reicht. Von dort an wird die Nachricht wiederholt.
Ich schaue mal rüber zu meinem Bruder Thordal. Das klingt wie eine lohnende Mission. Was meinst du, Bruder? Auf jeden Fall einen Magos mit Informationen, um den Schwarm vielleicht doch eines Tages zu tilgen. Das klingt nach einer ehrenvollen Mission. Und dabei den Schwarm noch ein wenig zu dezimieren, ich wäre dabei. Der Magos hat sich laut den Daten, die wir bekommen haben, in eine alte Prometheum-Mine gerettet. Sie liegt noch oberirdisch. Das ist gut für euch. Sie trägt den Namen... lasst es mich einmal nachsehen. Dabei könnt ihr sehen, wie der Schädel wieder durchgeschaltet wird und von dem grünen auf das rote Licht blinkt und dann fängt er selber an, wieder in der Tischsprache zu rattern. Feuerschlag Gamma 9. Ich habe das umliegende Gelände gescannt. Wir können euch die Karte auf eure Helme übertragen, wenn ihr mögt. Damit habt ihr zumindest jetzt schon einmal während der Landung die Möglichkeit zu planen, wie ihr vorgehen wollt. Akzeptiert. Definitiv. Haben wir einen direkten Standort bzw. Lebenssignal, wo sich der Morgas befinden könnte? Wir wissen, dass sein Schiff relativ mittig runtergekommen ist. Was dazu führte, dass es abstürzte, wissen wir nicht. Wir vermuten, dass noch einige Tyranniden in der Nähe sind. Es wäre einfacher, wenn wir ein Biosignal hätten. Aber auch so werden wir ihn finden. Ihr werdet sicherlich einige Spuren dort finden. Feuerschlag Gamma 9 ist nicht allzu groß. Und sucht dort und schaut nach dem Datenkern. Wie gesagt, das Leben von Magos Biologis ist zweitrangig, aber doch erhaltenswert. Der Schwarm ist laut den Schätzungen unserer Experten grob 5 Stunden von diesem Mond entfernt. Der Krake hat sich bereits zum Angriff entschieden. Castorwell ist bereits in Kämpfe verwickelt. Deswegen ist der Großinquisitor nicht eher. Wie sehen die Chancen der Verteidiger aus? Schlecht. Ich habe ein aktualisiertes Essay über den Planeten. Hier, auch dieser soll euch übertragen sein. Planetares Datenfax zum Mond Tantalus. Damit surrt der Schädel einmal und ihr könnt auch von eurer Rüstung merken, wie Daten auf euren Helm übertragen werden. Selbst wenn ihr ihn noch nicht tragt, aber überspielt wird gerade etwas. Ich schau mal zu den 2 Soldaten, wie die das Gesagte so aufnehmen, dass es so gegen Tyranniden geht und sowas. Also der Worgen, der steht dort immer noch angewurzelt drin. Also da, der ist von der ganzen Situation etwas überfordert. Okay. Wir sind selbstverständlich bereit zu sterben, meine Lords. An eurer Seite, für euch. Selbstverständlich. Trooper Worgen, 99. Kadianische Mechanisierte Infanterie. Und jetzt fängt er an zu salutieren. Ja, ich tipp mir mal mit dem Knöchel auf meine Brust, um auch zu salutieren. Trooper Elisabeth, immer an der Seite von Worgen. Wie ist die Erfahrung von euch gegen Tyranniden? Keine, Sir. Gegen die Imperious Children sind wir zu Felge gezogen, Sir. Habt gegen unsere verderbten Brüder gekämpft? Worgen hier hat tatsächlich einen Chaos Space Marine erschossen. Keine großartige Tat, Sir. Er hat seinen Helm verloren und ich habe die Chance genutzt, ihm ein Laser-Gun-Projektil durch den Kopf zu jagen. Er war schon angeschlagen. Inquisitor Simeon Plegmos Kalos ist der Meinung, dass Worgen sich gut macht. Wir wollen ihn testen. Nehmt ihn mit. Ich schaue mit neuem Respekt zu den beiden Soldaten. Dass ihr einen verdorbenen Bruder erlegt habt, lässt euch in einem ehrbaren Licht erscheinen. Es wird mir eine Ehre sein,
gegen die Xenos Abschaum dort unten zu Kriege zu führen. Und wenn wir auch nur einen Tyranniden mitnehmen, so ist es einer weniger. Wir haben bisher noch nie gegen diese Kreaturen gekämpft, aber wir hoffen, dass ihr mit eurer Engelsgleichen, mit eurem Wissen uns alles beibringen könnt. Und wir werden unser Leben für den Imperator und für euch geben. Wir alle werden für unseren Imperator kämpfen. Interrogator, sagt uns noch, wie lange befindet sich der Magus jetzt schon abgestürzt auf dem Planeten? Das Signal kam vor über 2 Stunden. Wir vermuten, dass sie Gamma-Feuerschlag 9 evakuieren wollten. Es sind wohl aber auch wenige angekommen. Es gibt einen Magnetzug, der vor allem mit dem Promethium von dem auf der nördlichen Hemisphäre gelegenen Minenstandort in Richtung der Hauptstadt des Mondes fährt. Sie sind wohl nicht angekommen. In Mitte des Äquators des Mondes sind die Tyranniden zahlreicher. Im Norden, im ewigen Eis, vermuten wir, dass es nur wenige sind. Aber es wird gereicht haben, um den Zug aufzuhalten. Und irgendetwas hat das Shuttle abstürzen lassen. Also ist es bestätigt, dass schon Tyranniden auf dem Mond gelandet sind? Nun, sie haben vor allem gegen die Genestealers gekämpft. Das ist bestätigt. Der Kontakt zur Hauptstadt ist abgebrochen. Wir gehen davon aus, dass sie die ersten Aufklärungstrupps dort haben. Die planetaren Verteidigungsstreitkräfte konnten nicht standhalten. Der Planet, der Mond ist verloren. Castobal ist es ebenso. Es geht vor allem um den Datenkern. Bruder, wenn wir den Schwarm aufhalten wollen und den Orpheus-Keil in die richtige Richtung zurückdrücken wollen. Bruder, ich fürchte, wir müssen uns beeilen. Es könnte bereits jetzt zu spät sein, den Magus und seinen kostbaren Datenkern zu retten. Dann sollten wir aufbrechen und keine Zeit verschwenden. Genau, wir briefen die beiden Soldaten unterwegs auf dem Flug. Meine Rede. Lasst uns den Xenos in den Hintern treten. Und du zeigen. Interrogator? Ja, was sollt ihr? Die Freigabe zum Kampf. Sollt ihr bekommen. Ihr werdet nicht mit einem Stormbird landen, sondern mit den Geschosskapseln. Direkt, so schnell wie möglich. Wir sprengen euch so nah wie möglich an Gamma-Feuerschlag 9. Ihr habt grob 15 Minuten, bis ihr aufschlagt. In der Zeit lest euch das Essay durch, was ich euch übertragen habe. Ihr bekommt die Information. Solltet ihr den Magus und den Datenkern haben, sendet das Signal an uns und wir werden euch ans Stormboard schicken. Er braucht grob eine halbe Stunde. Er holt euch ab. In der Zeit werden wir alles tun, dass keiner weder ihn noch die Informationen erhält, die wir sichergestellt haben. Vergesst nicht, ihr habt 5 Stunden, laut den Experten. Vielleicht weniger. Das wird genügen. Wir brauchen wahrscheinlich noch einen Funktornister, um einen orbitalen Funkspruch absetzen zu können. Den nehme ich mit. Ich bin normalerweise für die Waffen von Worgen zuständig. Aber ich nehme den Tornister mit. Das ist gut. Ja, ich gehe zu. Das ist das Einzige, was wir da brauchen, unsere Waffen. Und dann können wir für unseren Imperator glorreich in den Krieg ziehen. Meine Engel, was für Waffen nehmen wir denn gegen diese Tyranniden mit? Waffen mit viel Munition, würde ich sagen. Wir nehmen die Plasma-Gun mit, Elizabeth. Okay. Ich glaube, das Longless ist in dem Fall nicht so nützlich. Oder, meine Engel? Plasma klingt gut. Hinterlässt wundervolle Löcher in den Feinden. Also gut, so könnt ihr abtreten. Könnt in eure jeweiligen Waffenkammern gehen. Die letzten Ordensinsignien anbringen. Reinheitssiegel, die aufgeklebt werden. Rüstungen, die gesegnet werden. Waffen.
denen die Geister zugesprochen werden, heiliges Maschinenöl, was aufgetragen wird. Gut, Thorald Svensson, wie wirst du ausgerüstet starten? Nun, ich nehme mein Jetpack, was mir das natürlich von meinen Gehilfen anbringen. Meine Ketten, mein Kettenschwert lasse ich aufholen, so wie meine Boltpistole und die Granaten, die ich an den Gürtel positioniere. Und zu guter Letzt lasse ich das Kampfmesser in den dafür vorgesehenen Halfter gleiten. Okay, Octavius, was packst du rein? Ja, mein Standard-Bolter, meine Bolter-Pistole, Kampfmesser, Granaten. Ich weiß nicht, ob ich noch ein Kettenschwert habe. Fragezeichen. Also, wenn du möchtest, du kannst dich mit allem ausrüsten, was du meinst, dass du brauchst. Oh. Ich glaube, dann nehme ich noch ein Kettenschwert, ja.